Innenverteidigung. Dudziak spielt für Bubala, hinten links auch Bubala mit einer Muskelverletzung. Avevo und Buchtmann auf der Doppel-6. Choi bekommt eine Gelegenheit auf der rechten Seite. Kass, muskuläre Probleme, diese zwei Niederlagen in der zweiten Liga. Dazu das etwas von rechts nach links, der VfB Lübeck in den grünen Stadion. Und das ist Guadus. Gegen zwei, Guadus immer noch. Und ein gutes Stabilität des VfB. Freiburger. Auf der linken Lübecker Seite. Die Seite, das hat er gut gelöst. Er deutlich mehr Ballbesitz haben als zuletzt in der zweiten Liga gegen Braunschweig oder in viel Schnitt, da ist super viel Platz und auch hier der erste ernstzunehmende Abschluss durch Guadus. Rein gefühlt würde ich sagen, da hätte er mehr draus machen können. Er hatte so viel Platz im Zentrum nach dem Eckball von Buchtmann. Und in dieser Einstellung haben sie gesehen, dass er in den 16-Meter-Raum geflogen, dieser Freistoß von Weggen, kein Abseits. Schwierig wahrzunehmen in dieser Einstellung zumindest. Stabilität, schwer auszurecht. Hedenstadt. Oh, der ist gut und der ist drin. Und St. Pauli führt mit 1:0 durch diesen schönen Freistoßtreffer von Vegard Hedenstadt. Keinen Freistoß hätte geben dürfen. Jetzt, ich besprochen zu Beginn dieser Partie. Das ist Guadus. Guadus, kein Abseits. Picot, dann Choi, rechts Sobota, da ist der Po. Choi, Rundkraft, Gary Noel. Avevor, St. Pauli jetzt weit aufgerückt. Die Chance für Hedenstadt. Der stärkere Sechser. Scheu. Guadus. Ja, da ein bisschen zu entspannt. Scheu. Unbedrängt. Und so viel Platz für Guadus. Normalerweise. Zwei Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Rechter Verteidiger. Dann dieses umstrittene Freistoßtor. Vielmehr der Freistoß war umstritten. Wie Favorit in die Pause. Das ist der Torschütze Vegard Hedenstadt. Mit dann zu viel draus. Schiedsrichter hat das richtig erkannt. Das ist ein legaler Körpereinsatz von Thiel. Ja, Picot. Guadus. Da war schon auf der. Guadus. Und jetzt. Toboy. Guadus bei ihm. Also, wenn Dr. Manti Thomsen aus der Distanz das gesehen hat. Dasselbling, Guadus alleine gegen vier. Deswegen muss er verzögern und auf Picot warten. Okay. Oh, und da ist die Möglichkeit für Picot, nachdem Guadus verpasste. Dickes Ding für den Amerikaner in der 56. Minute. Direkt die Flanke mit Tempo und Schnitt. Guadus verpasst. Guadus. Guter Antritt, aber der Abnehmer im Zentrum fehlt, deswegen musste er jetzt verzögern. Einer für Guadus, einer für Toboll.
diesen brandgefährlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, Bengalos. Hineingegangen in diese neue Zweitligasaison. Jetzt geht das Spiel Gott sei Dank weiter. St. Pauli führt mit 2:0 und Lübeck ist jetzt gefordert, mit Haritos beispielsweise, für mehr Offensivaktionen zu sorgen. Richtig guter Fußballer, Moritz Malecki. Und mal Heinecke, der traut sich was mit dieser gelben Karte, die schmeichelhaft war für ihn, da noch mal so hinzugehen. Sauber. Mit sehr viel Tempo hier. Miyaichi unterwegs. Trickreich. Also auf den Außenbahnen sind die Hamburger sehr, sehr gut besetzt, wie ich finde. Dresden bei Dynamo. Dann kommt schon die Bundesliga-Pause. Anschließend Bielefeld zu Hause, Karlsruhe auswärts, 60 zu Hause. Zunächst nochmal ausgeliehen. 21 Jahre. Wird doch schwierig zu kontrollieren, macht aber super. Und jetzt gibt es keinen Elfer. Am Anfang der zweiten Hälfte drin in der Box. Der Gegenspieler lässt den Fuß stehen. Für mich ist es ein Strafstoß. Dennis Behrens, der Kapitän. Das Kampf um den Ball. Insofern ist es keine klassische Notbremssituation. Müssen. Vielleicht noch leicht gehandicapt nach seinem Pferdekuss, den er sich im Training zugezogen hat. Aziz Guadus, der aus Sandhausen kam und bis 2019 am Millerntor unterschrieben hat. Für ihn jetzt Marvin Duksch.